Die Ereignisse spielen einige Jahre nach den Begebenheiten von Dragon Age 2. Schauplätze sind die Reiche von Orle und Ferelden in der Fantasy-Welt Tedas, die durch schwere politische und militärische Krisen erschüttert werden. Zur selben Zeit verschärfen sich auch die Auseinandersetzungen zwischen den spirituellen Eliten des Reiches, den Templern und den Magiern. Die Magier haben ihre Zirkel aufgelöst und versuchen, sich so einer Kontrolle durch die Templer zu entziehen. Der Templerorden wiederum kündigt wegen der nur zauderhaften Unterstützung der ihm nahestehenden Kirche den gemeinsamen Bündnisvertrag auf, um fortan in Eigenverantwortung den flüchtigen Magiern nachzustellen. Die Auseinandersetzung wird von den beiden Konfliktparteien bis hinein nach Ferelden getragen, wobei weite Landstriche durch schwere Kämpfe verwüstet werden. Das Kaiserreich Orle, das mächtigste Reich des Kontinents und traditioneller Gegenpol zur Magieraristokratie von Tevinter, kann nicht vermittelnd eingreifen, da sich Kaiserin Selene der Usurpationsversuche ihres Vetters Großherzog Gaspard de Chalons erwehren muss. Zur Abmilderung der herrschenden chaotischen Zustände bemüht sich einzig die Kirche des Erbauers um Friedensverhandlungen zwischen den Templern und Magiern. Es gelingt dem Oberhaupt der Kirche, der göttlichen Justinia, die verfeindeten Parteien zu einem Friedenskonklave zu bewegen. Noch während sich die Gesandten im Frostgipfelgebirge zu Verhandlungen treffen, ereignet sich dort eine gewaltige magische Explosion. Sämtliche Unterhändler und Würdenträgerinnen der Kirche kommen dabei ums Leben. Zudem entsteht die sogenannte Bresche, die den schützenden Schleier zwischen Tedas und der Dimension des Nichts, der Welt der Dämonen, lüftet. Durch weitere sich infolge vielerorts öffnende kleinere Dimensionsrisse strömen Heerscharen todbringender Dämonen nach Tedas. Nach den ersten Erfolgen wird die Inquisition in ihrem provisorischen Lager von der Dämonenarmee überraschend angegriffen. Dabei gibt sich der Älteste als Corypheus zu erkennen. Corypheus zählte zu den tevinteranischen Magistern, die einst versuchten, den Erbauer herauszufordern und dadurch zur dunklen Brut wurden, die Tedas seither bedroht, vergleiche Handlung von Dragon Age Origins. Nach Jahren der Gefangenschaft und anschließender Befreiung durch Hoag, den Champion von Kirkwall, vergleiche Handlung des DLC Das Vermächtnis zu Dragon Age 2, ist Corypheus' Ziel auch weiterhin der Aufstieg zu einem Gott. Unter schweren Verlusten zieht sich die Inquisition zurück und findet Zuflucht in der leerstehenden Himmelsfeste. Mit dem Wissen um Corypheus' Pläne kann der Inquisitor dessen Bemühungen, die Länder Tedas noch stärker ins Chaos zu stürzen, erfolgreich durchkreuzen. Es heißt, Corypheus sei aus seinem langen Schlaf erwacht und habe eine Welt vorgefunden, die aus den Fugen geraten war. Er kämpfte darum, die alten Zeiten voller Magie und Schatten zurückzubringen, sich selbst zum Gott zu erheben und die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Jetzt erinnert uns eine Narbe am Himmel an das, was beinahe gewesen wäre. Sie erzählt uns, dass ein gewaltiger Sieg über das Chaos errungen wurde, der jedoch die Welt für alle Zeiten veränderte. Betrachten wir das mächtige Reich von Orle, in dem Kaiserin Selene weiterhin ihren goldenen Thron innehat. Der Bürgerkrieg ist beendet und der elfische Widerstand wurde niedergeschlagen. Es heißt jedoch, Gaspard plane seine Rückkehr aus dem Exil. Wie lange wird es wohl dauern, bis die Kaiserin einen Fehler begeht und er erneut zu den Fahnen ruft? Diese Angst begleitet sie bei jedem Schritt. Glücklicherweise jedoch ist Selenes Dankbarkeit gegenüber der Inquisition ungebrochen. Einige finden, sie klammere sich zu sehr an dieses Bündnis. Andere allerdings wissen, dass es das Einzige ist, was sie vor einer Niederlage bewahrt. Die grauen Wächter des Südens bauen ihren Orden in den Monaten nach den Ereignissen in Adamant langsam wieder auf. Sie erklären die Zeit für gekommen, aus den Schatten zu treten und sich dem Rest der Menschheit im Kampf gegen ihre alten Feinde anzuschließen. Gerüchte kursieren, sie hätten die Bande zu ihren Anführern in Weißhaupt durchtrennt, woraufhin nun ein erbitterter Krieg zwischen ihnen tobe. Was aus Stroud wird, ist nicht bekannt. Ohne dies verstummen binnen kurzem jegliche Nachrichten aus Weißhaupt. Doch deutet diese plötzliche Stille auf Kämpfe in ihren eigenen Reihen hin? Oder auf etwas noch weitaus Schlimmeres?
Einen Monat nach dem Sieg über Korypheus ernennt die Kirche Liliana zu Justinias Nachfolgerin auf dem Sonnenthron. Als göttliche Victoria gibt sie in ihrer ersten Amtshandlung das Ende des Zirkels der Magie bekannt. Die Magier werden sich von nun an selbst verwalten. Sie öffnet die Priesterschaft für alle Völker, erklärt ihre Unterstützung der Inquisition und verpflichtet die Kirche dem Grundsatz der Mildtätigkeit. Die göttliche Victoria ist von Anfang an umstritten. Neue Sekten tauchen auf, die ihre Reformen ablehnen und sie als Gefahr für den Glauben bezeichnen. Ihre Reaktion darauf ist ebenso prompt wie tödlich. Die Einigkeit bleibt gewahrt, doch in den Gängen der großen Kathedrale fließt Blut. Die Magier der Inquisition, die früheren Abtrünnigen unter der Führung von Großverzauberin Fiona, haben die Wahl, wie ihre Zukunft aussehen soll. Als Liliana die Zirkel auflöst, verlassen sie die Inquisition und gründen einen neuen Orden, den reformierten Rat der Verzauberer. Der Rat, so sagen sie, wird es den Magiern im Süden erlauben, sich friedlich zu versammeln und nach neuen Lösungen für uralte Probleme zu suchen. Im Moment scheint es zu funktionieren. Nie zuvor wurde den Magiern in ganz Thedas ein derartiges Wohlwollen entgegengebracht. Und was ist mit der Inquisition selbst? Ihre militärische Stärke hat zugenommen und kann sich nun mit der von Königreichen messen. Die Angst vor ihrer Armee ist die wahre Quelle ihrer Macht. Ich werde die Himmelfeste nun verlassen, in dem Wissen, dass ihre Macht noch weiter zunehmen wird. Der Inquisitor ist für viele ein Symbol, ein Sinnbild der sich ändernden Weltordnung. Für andere jedoch ist er eine Zielscheibe. Sie lauern in den Schatten und warten, bis ihr Tag gekommen ist. Und wenn es soweit ist, muss die Inquisition dafür bereit sein. Ich wusste, du würdest kommen. Du hättest deine Kugel nicht Korypheus geben sollen, Schreckenswolf. Ich war zu schwach, ihre Kraft nach meinem Schlummer zu wecken. Es war meine Schuld. Ich sollte den Preis bezahlen. Aber ich werde gebraucht. Es tut mir so leid. Mir tut es auch leid, alter Freund.